Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zum zweiten großen Amiibo-Königs-Tournament auf meinem Kanal. Eines haben wir bereits gemacht, als wir erst 7 Amiibo hatten. Und damals hatte die frisch trainierte Latias überraschend einen haushohen Sieg an sich gerissen. Und heute, jetzt wo alle Typen gleich sind, werden wir sehen, wie es läuft. Da insgesamt mit mir jetzt ganze 10 Teilnehmer dabei wären, musste ich diesmal etwas umplanen. Deswegen werden wir insgesamt 5 Free-for-Alls machen. In jedem sind 2 unterschiedliche der Kämpfer nicht dabei. Das Prinzip ist dasselbe wie letztes Mal. Der letzte Platz kriegt 0 Punkte, der vorletzte 1 und so weiter immer hoch. Als letztes werden wir dann ein Turnier machen, in dem die Aufstellung bereits festgelegt ist. Die schlechtesten 4 müssen durch eine Runde mehr als die anderen. Das Ganze erkläre ich euch dann, wenn wir beim Turnier sind. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der Amiibo-König oder ich bin halt hier Jesus himself, weil ich bin auch wieder mit dabei. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass ich sogar in die Extra-Runde im Turnier muss. Im Turnier werde ich dann aber nicht auf K-Rule gehen, weil ich dann ziemlich sicher gewinnen würde. Bevor ich genau festlege, wie die Punkteverteilung vom Turnier wird, gucke ich mir erstmal an, wie die Punkte dann aussehen. Aber der Plan ist, Platz 1 kriegt 10, Platz 2 7 und die 2 Dritten kriegen, danke, ich spawn direkt vor der dunklen Macht, schon keinen Bock mehr. Platz 3 kriegen beide 5. Oder entweder beide oder dann müssen die 2, die im Halbfinale verloren haben, das noch ausbatteln. Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht auf 3 Stocks schalten sollen und nicht auf 5. Wo bin ich? Wann fällt der erste Stock? Da fällt er, dunkle Macht. Ich hab die dunkle... Oh, da fallen die ersten 3. Günther hat tatsächlich nochmal eine extra Training-Session bekommen, in der er sich sehr gut angestellt hat, im 1v1 jeden Amiibo besiegen konnte, außer Bulbi. Das finde ich wirklich interessant. Bulbi, die ganze Zeit so ziemlich als schlechtester meiner Amiibo hier gehandhabt wurde, ist auf einmal die einzige, die sowas hinkriegt. Oh, die dunkle Macht ist nochmal raus. Liegt die gerade nicht auf dem letzten Platz? Sag mal, könnte sich der Kampf vielleicht mal auf die Stage verlagern? Das tut er nie. In so einem Freefall. Vor allem, ich habe meine Amiibo halt so trainiert. Ich bin selber ein Spieler. Ich spiele sehr gerne Offstage. Und all meine Amiibo sind auch darauf trainiert. Und deswegen ist das hier Offstage. Sag mal, kann es sein, dass die dunkle Macht schon sauweit hinten liegt? Günther denkt sich auch, ich bleib da jetzt oben. Wie kann es sein, dass K-Rule Downsmash zweimal in Folge keinen trifft? Ha! Ich glaub, hier würde einer wie beim Vorder sein, dass ich einfach raushält. Das kann gut sein, außer ich würde ihn dann selber abpassen. Ich habe keine Idee, wie es gerade steht und keine Zeit auf den Zwischenstand zu gucken. Ich kann mir vorstellen, dass ich wurde gerade vernichtet. Dass hier vielleicht sogar echt eins der Leichtgewicht, der einer der Fastfaller, also Latias, Bulbi oder Floink gerade im Lead ist. Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung, was geschieht. Ich habe nur gesehen, dass da gerade eben Latias an die Scheibe geknallt ist. Ja, das ist aber auch alles. Raus ist noch keiner, aber ich sehe, die dunkle Macht ist mit Abstand am nächsten dran. Sag mal! Sorry, ich bin ja schon ruhig! Also ich glaube, an diesem Gerangel kann sich ein Amiibo mit so einer schlechten Recovery auch nicht lange halten. Vor allem, ich sag's... Scheiße, ich habe auf den falschen K-Rule geguckt. Ja... Von mich sagt so, die dunkle Macht ist gleich raus. Als Strafe schlägt sie mir die Fresse an. Und damit ist die dunkle Macht als erstes raus. Oh, der zweite ist raus. Necrozma! Was ich macht ihr? Wenn man hier eine schlechte Recovery hat, dann ist man... Necrozma hat einen Jump Boost.
Oh Gott, ich wollte gerade sagen, das Günther war auch schon raus, aber der hat ja noch zwei Stocks über. Bulbi, kannst du bitte? Floink ist raus. Der erste Fastfaller ist raus. Wir haben noch Genocide. Was machst du hier? Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich persönlich ja immer noch nicht das Gefühl habe, dass Genocide hier gerade zur Top-Besetzung gehört, aber warum lebst du noch? Und Günther rettet ihn. Oh Gott, ich hatte gerade kurz Angst, was hier los ist. Das war nur ein Kirby. Günther? Ich will nicht vor Genocide rausfliegen. Ich bin vor Genocide rausgeflogen. Ich sehe gerade, Günther liegt vorne. Und zwar relativ deutlich. Bulbi und Genocide sind beide mit dem nächsten guten Hit raus. Latias braucht noch ein wenig mehr. Und da steht Günther und holt seine Projektile. Bulbi, raus! Für den nächsten Kampf stelle ich auf Freestock. Und für die nächsten allgemein. Genocide ist raus. Letzte zwei Kämpfer. 1v1. War auch eins der spannendsten 1v1s, die ich hatte mit Günther. Aber da wobei man hat auch sagen geführt. Ja, wobei man aber dazu sagen muss, Günther hatte das 1v1 auch nur gewonnen, weil er einmal richtig ekelhaft Latias auf 0% Dieb gefootstompt hat. Ansonsten hätte er verloren. 65% trennen die beiden. Das Lernen bei Günther ist übrigens wieder aus, falls sich das jemand fragt. Und hier, das kann Latias... Alter, wenn das die Spike-Hitbox gewesen wäre. Dieser Kampf ist garantiert noch nicht zu Ende. Günther holt sich einfach die Krone und ballert eine F-Smash raus. Klappt schon irgendwie. Was mich wundert, ist, dass er kaum grabbt. Das hat er so viel gemacht. Ein guter Hit wäre auf jeden Fall der Sieg. So ein Down-Tilt. Oder Down-Smash habe ich dir doch viel beigebracht, Junge. Benutz einen, Günther, du kannst das holen. Oder willst du, dass Latias sich den Titel schon wieder holt? Raus! Tschüss! Jetzt mal im Ernst, wenn Latias sich diesen Titel nochmal holt. Oh Gott, Alter. Aber Günther holt sich das erste Match. Ich war zwar nicht ganz so ein cooler Vertreter für die K-Rules, aber muss ich ja nicht. Damit haben wir Dunkle Macht. Was hast du getan? Null. Necrozma, was könnt ihr beiden eigentlich? Ihr seid meine 1v1-stärksten Amiibo, aber was könnt ihr eigentlich? Über mich. Wahrscheinlich. Über mich reden wir jetzt nicht. Bulbi kriegt einen Vierer. Genocide, verstehe ich. Immer noch nicht. Wie kommst du dahin? Dann hier ein Sechser für Latias. Und der gute Günther! Woo! So, Darkrai und Lord Ecke nicht enthalten in diesem Kampf. Oh scheiße, nee, ich lass auf 5-Stock. Ansonsten muss ich doch alle Amiibo nochmal einscannen. Scheiß drauf, insgesamt ist es mehr Zeitersparnis. Nicht casual. Ich hatte halt Spaß und hab ein Casual-Ruleset erstellt. Also so, alle Stages, alle Items, Final Smash Meter. Oh, sie sind noch drin. Da hatte Günther auch seinen Spaß mit, kann ich euch sagen. So, jetzt gehen wir nach der Liste, in der Genocide und Floink auf der dritt- und viertletzten Stelle sind. Damit sind diesen Kampf die beiden raus. Genocide und Floink. Und dafür kommen eben die zwei, die gerade nicht waren. Darkrai, dem ich ehrlich gesagt in so einem Free-for-All... Andererseits, ich sag immer so, Leichtgewichten rechne ich keine Chancen aus einem Free-for-All. Und dann guckt euch die Liste gerade an. Die letzten Plätze, Dunkle Macht, Necrozma, Latias, Genocide, Bulbi sind oben. Aber der erste Platz war kein Leichtgewicht. Der erste Platz war Jesus! Das Ding heißt doch Günther. Ist das nicht dasselbe? Nö. Doch. Nö.
So, nächste Runde. Okay, diesmal spawne ich nur vor, obwohl es das besser als vor der dunklen Macht. Sagen wir es so, die dunkle Macht macht mehr Schaden. Deswegen heißt sie ja auch dunkle Macht. Das wollte ich gerade sagen. Oh, der erste ist tot. Bulli hat sich selbst umgebracht. Congratulations, you played yourself. Ich glaube, sie hat sich auch gedacht, war mein erstes Ergebnis nicht ein bisschen ungewöhnlich gut? Das muss ich ändern. Und jetzt tag-teamt sie mich mit frigging Nick Crossmar. Oh, ich habe aus Versehen Lord Ecke meine Faust ins Gesicht gerammt. Das ist auch ein toller Satz. Ich habe aus Versehen Lord Ecke meine. Ja, passiert mir im Real Life auch häufig. Hat er dich deswegen schon mal angezeigt? Als ob die Polizei dem irgendwelche Rechte zuschreibt. Ich meine... Willst du mich flachsen? Lord Ecke disrespected die dunkle Macht in die Hölle. Ich gebe dir... Ich gebe der dunklen Macht eine Offstage-Speck-Air. Was macht Lord Ecke? Mich putzdampen, der Haufen Scheiße! Der macht hier lauter Putzdump-Kills! Und die dunkle Macht rettet ihn. Und ist schon wieder Letzter! Also, ich hab mir gedacht... Oh, Bulbi ist raus. Ich hab mir gedacht, das vielleicht durch die Spirit-Änderung. Ich bin dumm. Das ist durch die Spirit-Änderung. Also durch die Spirit-Änderung bist du dumm? Nein. Dass durch die Spirit-Änderung vielleicht die dunkle Macht endlich mal ein bisschen hier an übertriebener Kraft verliert. Aber dass es so läuft, dieses Battle ist sehr even. Nick Schrossmer hat nichts mehr zu sagen, der ist raus. Aber alle anderen haben sogar noch zwei Stocks. Die vier da haben uns gerade komplett niedergemacht. Die beiden Finalisten vom letzten Mal, die Top 2 und die beiden, die letztes Mal gar nicht dabei waren. Günther ist derzeit in der schlechtesten Situation und wird von den zwei Roten da gecombot. Latias lebt aus irgendeinem Grund noch. Das möchte Lord Ecke auch nicht einsehen. Oh, und ich glaube, Günther wollte auch nicht einsehen, dass Darkrai noch lebt da. Aber Darkrai haut Kombos raus. Es sieht nicht unbedingt gut für Günther aus. Dieses Mal könnte er gut nur einen vierten Platz belegen. Alle auf dem letzten Stock. Jetzt ist natürlich die Frage, vielleicht könnte Bulbi das hier, Bulbi? Nein, die kann das hier nicht mehr gewinnen, Latias aber. Wenn sie das gewinnt, wäre das auf jeden Fall eine sehr gute Situation. Wie war das? Gut, Latias mit einem schlechteren Abschneiden als im letzten Kampf. Und damit kann Günther weiter seinen Abstand zu ihr vergrößern. Was für ihn sehr wichtig sein wird, da Latias offensichtlich... mit so größte Konkurrenz um den Titel ist. Günther ist auch raus. Die zwei, die letztes Mal nicht dabei waren, betteln sich sofort um den Sieg. Darkrai mit dem Lead. Oh Gott. Lord Ecke ganz knapp am Tod vorbei. Und das tötet Lord Ecke. Lord Ecke holt sich den Win. Da hast du ja schon mal rein, da war das in die Zirkel, gegen Darkrai kämpfen darf. Ja, sagen wir es so, Günther wird schwer. Schon mal da dran gedacht. So, dann sehe ich die Platzierung. Dunkle Macht, lass es bleiben, du kannst nichts. Ich dachte, du wärst gut. Okay, im 1v1 wird die sowieso im Turnier rechne ich mit mindestens einem dritten Platz. Außer sie kämpft erste Runde gegen Günther oder Bulbi. Bulbi ist irgendwie richtig eine Maschine geworden inzwischen. Außer in diesem Freefall. Dunkle Macht immer noch auf Null. Herzlichen Glückwunsch für nichts. Warum bist du hier? Bulbi, der erste Kampf lief da aber besser. Sind wir auf 5 insgesamt. Ich. Sind wir auch auf 5 insgesamt. Nick Schrossmar. Dieses Mal bisschen besser. Sind wir auf 4 insgesamt. Latias war der erste Kampf ein gutes Stück besser. Aber da war ja auch Zweitplatzierung. Sind wir auf 10 Punkten. Günther
Ja, auch besser, ne? Gar keine Frage. 12 Punkte insgesamt, auch die deutliche Führung. Darkrai kriegt in seinem ersten Kampf 6 und Lord Ecke 7 Punkte. Das heißt, Darkrai und Lord Ecke sind nach einem Kampf bereits vor Mefloink und Genocide hatten beide nur einen. Vor Nick Schossma, der dunklen Macht, und mir, die alle schon 2 Kämpfe hatten. Ich bin gut! Scheiße, ich muss mich anstrengen. Ich land echt noch in der Vorrunde. Also ich werde Random Character und Spirit wieder nehmen fürs Tournament. So, dann sind diese Runde... Warte, gerade waren die beiden raus, dann sind es... Ja, genau. Genau, dann sind diese Runde... Oh! Latias setzt aus. Und Bulbi. Latias und Bulbi setzen aus dieses Mal. Das ist natürlich... Könnte interessant werden. Beide eigentlich ganz gut. Bulbi hat letztes Mal mit einem frühen Estia. Genauer gesagt, etwas arg früh mit 0%. Jetzt muss Günther vor allem die Situation für sich nutzen. Wenn Latias gerade nicht da ist. Ich meine, später wird Latias dieselbe Chance haben. Aber hier, so größter Rivale im Moment weg. Außer jetzt Darkrai und oder Lord Ecke hauen wieder fett auf die Scheiße. Oh Gott, ich stehe neben dem anderen K-Rool und hab direkt Darkrai gebackert. Alle verprügeln sich hier schon wieder. Die dunkle Macht schon wieder fast tot. Irgendwer hat, Lord Ecke hat, glaube ich, die dunkle Macht gespiked oder so. Irgendwer hat irgendwen gespiked. Ich habe einen fetten F-Smash gelandet. Oh, Günther und Darkrai habe ich, glaube ich, mitgenommen. Die dunkle Macht hat gerade 3 mitgenommen mit ihrer Forward Air. Genocide, den braucht eh keiner, ich meine... Jetzt mal im Ernst, Genocide ist eh so der abgeschobene Amiibo, auch weil er der einzige ist, der nicht zur Walross-Edition gehört. Ich dachte kurz, ich hätte den Announcer gehört, dass schon einer tot ist. Ein paar sind schon auf dem Last Stock. Wird die dunkle Macht einmal vielleicht auch nicht als Letzte aus dem Kampf rausgehen? Ich meine, hier wäre so ein Genocide zum Beispiel. Darkrai ist letzter. Wie ist denn das nach dem ersten Fight hier zustande gekommen? Okay, Floink hat noch einen Stock über. Die dunkle Macht hat sich diesmal viel gegönnt und Günther nicht. Lord Ecke ist immer noch drin, der Junge! Wir haben noch 2 Stocks. Was? Will der uns hier heute alle zusammenschlagen? Ja, Bella. Ich glaube, der wird uns hier vernichten. Was ist denn mit Lord Ecke los? Oh, das war stark. Ich würde das hier nicht zu früh abschreiben. Wenn irgendwer Comebacks kann, dann ist es der Junge mit den Kombos. Okay. Ich glaube, Lord Ecke hat bessere Kombos. Aber, Floink hat ziemlich sicher besseres Edge-Guarding, wenn man jetzt mal von Forward Aerial absieht. Aber, hier, Lord Ecke kann es zumachen. Heißt nicht, dass der Kampf gewonnen ist. Solche Upbeats machen es zwar nicht unbedingt leichter für Floink, aber sie machen es auch nicht unmöglich. Noch 1-2 Down-Airs reichen. Oder ein Up-Smash, da muss er aufpassen. Forward Air kriegt nur einen Sour-Spot. Ein guter F-Smash killt, wollte ich sagen, er holt's noch. Floink! Ich bin glücklich, weil Lord Ecke nicht so hintereinander Erster wurde. Das war einfach fucking spannend. Ich kommentiere immer so, falls dir das nicht aufgefallen ist. Und Günther hat seine Chance gar nicht gut genutzt.
Oh, das ist nicht stabil. Aber was noch weniger stabil ist, Darkrai, du bist eigentlich hier so schon gedacht, dass du krass bist. Genocide, du nicht. Ich mach diesen Scheiß selbst voll nieder. Vielleicht solltest du mal das Mii-Kostüm ändern und das Ding zur Wahlrat-Edition hinzufügen. Nein. Die dunkle Macht. Herzlichen Glückwunsch, dritter Kampf. Du kriegst deine ersten Punkte. Ganze 3 Stück. Das ist nicht gut. So. Nick Schrossmer kriegt nochmal 4 plus. Ich krieg auch endlich mal ein paar. Danke. Lord Ecke geht komplett ab. Was? Lord Ecke hat auf Günther schon aufgeschlossen. Ist ja logisch. Und ich wollte gerade sagen, wer hat gewonnen, weil da rechts steht keiner. Ja. Loink. Die applaudieren alle irgendwas Unsichtbares. Also, ich sag's mal so, wir haben jetzt 4 Leute, die noch jeden Kampf bisher gemacht haben. Und zwar die Dunkle Macht und Nick Schrossmer, die beide nicht so toll platziert sind, wobei Nick Schrossmer inzwischen ein bisschen aufgeschlossen hat. Die Dunkle Macht ist aber ohne Pause schon auf dem letzten Platz. Und ich und Günther. Günther derzeit in Führung, aber das kann sich noch ändern. Und wird es vermutlich auch durch seine Pause im übernächsten Kampf. Jetzt wird es erst einmal Zeit, den Abstand... Aber guck mal, das ist mein Job, die K.O.s. Hier so Nick Schrossmann. Was, Günther auch? Kein einzigen, Alter. Verursachter Schaden war bei mir am höchsten, dann die dunkle Macht. Darkrai war letzter, obwohl er K.O.s drin hatte. Ja, ein K.O. an Lord Eck. Er ist halt Leichtgewicht. Okay, Bulbi auch. Aber die hat diesen Kampf nicht mitgekämpft, lol. So, dann wird's Zeit, den Abstand auf diese 2 Waschlappen hier noch mehr zu erhöhen. Nick Schrossmer! Zeit, Platz zu machen! Und über dich reden wir gar nicht mehr. Du warst vielleicht mal relevant. Jetzt bist du da, wo du auch in der Walross-Edition bist. Der ausgestorbene Antagonist, an den keiner mehr denkt. Oh, roasted! So, vorletztes Free for All. Ich wollte gerade sagen, zwischen Bulbi und Floink spawnen könnte ganz gut sein, aber dann ist mir eingefallen, eigentlich ist es egal, neben wem man spawnt. Es kommt eher auf die Position an. Und da ist garantiert die Mitte nicht das Beste. Der Kampf verläuft sich auch eh relativ schnell zum Rad. Ja, aber am Anfang kriegt man dann wirklich direkt fett eins auf die Fresse. Ich hatte nach ein paar Sekunden 66. Ich könnte jetzt halt Satan sagen. Und das habe ich jetzt auch. Darf ich bitte wen F-smashen? Danke. Darkrai hatte da gerade richtig Bock. Sie feuern entweder mich oder Günther an. Hey, wir sind auf jeden Fall beide direkt danach gestorben. Latias gibt mir und Günther gleichzeitig eine fette Combo. Also für Günther wäre es jetzt natürlich ganz wichtig. Oh, der Parry. Dass Latias in diesem Kampf versagt. Aber ich habe auch das Gefühl, Latias spielt wirklich am defensivsten von allen Amiibo. Oh Gott, Lord Ecke! Lord Ecke! Dann gehen wir eben beide raus. So, einige sind auf letzten Stock 0%. Oh, Günther scheint hier ganz schön ein Lied wegzuwerfen. Sag mal, gewinnt wirklich zum zweiten Mal in Folge Latias das Amiibo-Tournament? Kann das denn sein? Also offenbar schon, passiert ja anscheinend. Nein, Darkrai, nicht so easy. Genocide hat noch einen Stock. Ich meine hier jetzt garantiert No Hate gegen Genocide, aber irgendwie schon, wenn man sich das Video hier bisher anguckt.
Ich bin nicht Letzter. Und man will nicht im selben Moment wie Lord Ecke offstage sein, das kann ich euch versichern. Ah, Latias, du Ekelhafte, ich wollte mich gerade ein bisschen verkämpfen. Okay, ich sage, sie ist ekelhaft, weil ich mich verkämpfen wollte. Ich bin raus, Genocide ist raus, Latias ist auch raus. Das ist wichtig für Günther. Jetzt muss er selber hier noch was leisten. Und er liegt auch vorne. Alle sind Last Stock und alle außer ihm über 100. Da ist einer raus. Lord Ecke ganz knapp nur noch drin. Darkrai und Lord Ecke sind nur noch wirklich letzte HP. Und damit ist Darkrai raus. Das runde Eckenduell findet statt. Aber der Lead für Günther ist eindeutig, aber Lord Ecke hat die Wombo-Kombos. Wir haben gerade an Floink schon gesehen, so ein Comeback ist immer drin. Vor allem eben mit diesen Kombos. Wir sind wirklich in einer fucking closen Situation. Er schießt ihn weg, aber er lebt. 164 zu 107. Lord Ecke, viel am Down, Air. Der Grab geht daneben. Günther! Günther! Oh Gott, beide verfehlen. Günther lebt immer noch. Günther lebt. Was ist das? Irgendwie greift Günther gefühlt nicht mehr an. Und das war's. Lord Ecke holt's noch. Und vor allem muss Günther jetzt nicht aussitzen. Ja, aber man kann jetzt auch nichts sagen. Also 6 Punkte trotz allem gibt das ja. Und Latias nur auf Mann, Platz 5. Mann, denke, ja, so selbst sich in Führung geht. Stimmt, Lord Ecke, was tust du hier? Der zerstört alles und jeden. Bulbi, dein Beginn war deutlich besser. Da kann man nichts sagen. Nächsten Platz kommentieren wir nicht. Genocide stellt sich zwar besser an, als ich dachte, aber seine Punktzahl spiegelt das nicht unbedingt wider. Latias bereut diesen Kampf bestimmt ein bisschen. Damit hat sie eine gute Chance aufzuschließen, verworfen. Floink stellt sich mittelmäßig an, so wie ich ihn auch eingeschätzt hätte. Darkrai kann ich echt schwer einschätzen, muss ich sagen. Günther holt sich Fettpunkte und baut sich einen stabilen Lead auf, den andere erstmal aufholen müssen. Oh nein, müssen sie ja gar nicht. Lord Ecke zieht gleich. Der bisherige Punktestand, nee, den sage ich euch mal nicht. Wir kommen nach dem letzten Free-for-All, das jetzt ansteht zum Zwischenstand. Die Wahrscheinlichkeit, dass Lord Ecke nach diesem Kampf vor Günther liegt, ist bei 90% oder noch mehr. Ja, er darf nicht Letzter werden. Aber es muss ja nicht so viel wert sein. Es kommt auch drauf an, eben hauptsächlich, ob man in den schlechtesten 4 ist, der Platzierung nach. Mal gucken. Okay. Bitte strengt euch nicht so sehr an. Ich stehe im Moment auf dem 5. schlechtesten. Aber ich muss auch aussetzen dieses Mal. Wenn du jetzt auch aussetzen musst, hast du auch gar keine Möglichkeit mehr. Also die dunkle Macht, Nick Schosma, sind alles so Kandidaten, die müssen mich nicht gerade überholen, sage ich mal. Bulbi steht ziemlich schlecht. Warte. Es ist fucking unwahrscheinlich, dass ich nicht in die schlechtesten 4 gehe, aber... Vielleicht hab ich ja Glück. Du wirst das noch schaffen, wenn du aktuell nicht drin bist. Du kannst ja keine Punkte mehr sammeln. Ich weiß, aber es ist theoretisch möglich, wenn hier wirklich die dunkle Macht, Nick Schrosma, Bulbi, Genocide, wenn die sich auf den letzten 4 Plätzen in einer gescheiten Reihenfolge prügeln. Er gesagt, ich glaube, so Bulbi kann auch besser als Viertletzte sein. Er gesagt, das kann sie auf jeden Fall, die kommt nur vor mich, wenn sie Erste wird. Und mit Zweite Gleichstand. Das muss sie aber erstmal schaffen. Ich darf endlich mal entspannt zugucken und kann die Lage analysieren.
Oh! Lord Ecke als erstes down. Dann kommen hier die dunkle Macht und Floink. Der Rest hat noch alle Stocks. Ist Bull wieder gerade einfach auf die Offstage Neutral B gegangen. Ich guck mal, wer hat so am wenigsten Prozente. Bulbi und Darkrai sind sehr gut dabei. Ich wollte gerade sagen, wie stellt sich Günther an, aber der ist ja mit mir draußen. Und dann muss Bulbi das machen. Naja, sie war auf relativ hohen Prozent auf ihrem ersten Stock und hat Nick Cross mal die Ehre genommen. Da sind wieder einige Tode. Darkrai und... Was machst du, Gino Seid? Gino Seid und Darkrai noch auf ihren ersten Stocks. Nur noch Gino Seid. Tschüss, endlich. Ey, ich meine, ich bin neutral. Unparteiischer Schiedsrichter. Sag mal, ist Lord Ecke wirklich als einziges raus? Lord Ecke ist schon raus. So viel zu... Oh mein Gott, was? So viel zu 90%iger Führung. Lord Ecke ist schon raus. Ich habe überhaupt nicht auf den geachtet. Der war auf einmal weg. Floink auch raus. Die dunkle Macht hat noch einen Stock. Und Bulli bringt sich nochmal selber um. Die findet das wohl toll. Latias, Genocide und Nick Crossma in den besten Positionen. Latias wird wahrscheinlich versuchen, hier ein bisschen das, was sie verloren hat, wieder aufzuholen. Wer ist rausgeflogen? Die dunkle Macht. Genau gesagt, wenn Latias das hier gewinnt, dann haben wir drei mit gleichen Punkten auf dem ersten Platz vorm Turnier. Aha, sagt das etwa was über die Weihrauch-Edition? Auf jeden Fall. Dieser Kampf bestimmt die Weihrauch-Edition hier. Oh mein Gott, hast du diese Tag-Team-Kombo gesehen? Nick Crossma und Darkrai haben Bulbi komplett die Ehre im Tag-Team genommen. Nick Crossma als letzter Heavy. Genocide, verpiss dich! Wer ist raus? Genocide ist raus und Nick Crossma gegen Latias. Nick Crossma hat ein Lead und hohe Angriffskraft. Er könnte töten, aber wenn Latias gewinnt und sie hat die Kombos, schon ist es even. Schon nicht mehr. Dieser Kampf ist wirklich. Nick Crossma landet nicht viele Hits, aber wenn er welche landet. Oh Gott! Das war Holz. Da kriege ich Anfälle! Noch schlimmer ist es, wenn irgendwer Nick Crossma aus seinen F-Smashes rausgrabt. Da kriege ich dann Anfälle. Und Beck erholt's. Latias hätte das gewinnen müssen, um gleich auf dem ersten Platz zu landen. Oder wir könnten es jetzt natürlich so machen, dass wir wirklich jeden Platz dann noch einzeln ausspielen und dann eben wirklich dem letzten... Obwohl, nee, das wäre, glaube ich, ein bisschen schwach für den Sieg. Dann hätte man nur 9 Punkte, der zweite 8, der dritte 7. Das wäre ein bisschen schwach. So, ich soll vielleicht die Punkte noch eintragen, bevor ich das hier wegklicke. Und zwar, Lord Ecke! Ah, Mann, jetzt macht die es so spannend! Floink ist wirklich sehr schwach dabei. Läuft nicht bei ihm. Dunkle Macht, über dich reden wir hier überhaupt nicht. Oh, stimmt, Nick Crossma könnte damit jetzt... Oh nein. Oh nein. Ich habe eine Befürchtung. Gleich sehen wir, inwiefern sie weiß. Bulbis Platzierung widerspricht mir meinen Zielen jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen. Dann haben wir Darkrai. Kriegt einen Plus von 4 Punkten. Kommt damit auf... Da. Sans. Was machst du? Die Sache ist die, er hat hier so gute Kämpfe und trotzdem ist er scheiße in der Platzierung. Okay, ich soll nichts sagen, er ist höher als ich, aber ich darf das. Latias eben wirklich ganz knapp und Nick Crossma holt sich hier nochmal dick ein bisschen auf. Irgendwie sah das vorher, nee, er ist auch falsch, jetzt ist richtig. Okay, damit steht die Vorfinalrangliste fest. Ich werde sie, während ich das Turnier baue, bekannt geben. Ich guck nur schon mal. Es wird ein spannendes Turnier. Oh, scheiße. Wir sehen uns gleich wieder, nachdem ich jeden Amiibo zweimal eingescannt habe.
Bevor wir das machen, muss ich erstmal, fürs Tournament-System ist es wichtig, dass wir einen ersten und einen zweiten Platz haben. Da haben wir aber Gleichstand. Wer kriegt die Position des ersten Platzes im Turnierbaum und wer die des zweiten? Ändert nichts an den Punkten, also. Kopf ist Günther, Zahl ist Lord Ecke. Mir ist die Münze nicht runtergefallen, das klang nur so. Zahl ist Lord Ecke. Lord Ecke kriegt die Position des Ersten. Den Aufbau mache ich mit euch zusammen, denn hier sehen wir die genauen Platzierungen. Auf den ersten zwei Slots, im ersten Kampf, kämpft der Schlechteste gegen den Drittschlechtesten aus dem gesamten Turnier. Womit wir einen Kampf haben zwischen... Nein! Fick dich doch einfach! An dieser Stelle haben wir den Erstplatzierten des Turniers, den ich jetzt gerade eben mit der Münze ausgeworfen habe. Lord Ecke. Das heißt, ich muss in der ersten Runde gegen die dunkle Macht kämpfen. Und sollte ich das überleben, dann gegen Lord Ecke. Super! Ich glaube, eine schlechtere Position ginge kaum. An dieser Stelle ist dann dir der dritte Platz. Das ist keine große Frage. An dieser Stelle der fünfte Platz. Wer ist Platz 5? Wir haben... Wirklich? Okay, dann haben wir an dieser Stelle... Oh, das wird ein geiles Match. Latias gegen Nick Schrossmer ist immer wieder ein Highlight. Hier haben wir jetzt den Vorletzten gegen den Viertletzten im Duell. Was hieße ein Duell zwischen... Oh, das ist sogar... hier, da wird mal die Lore gescheit eingehalten. Valros Edition Lore ballert. Hab halt nur keinen Scheinungsamiibo, deswegen muss wohl Bulbi das alleine machen. Und an dieser Stelle haben wir Platz 2. Was eben durch das Auslosen... Oh mein Gott! Das kann so viel ändern, wenn Bulbi die erste Runde gewinnt. Ich hab's euch gesagt, Bulbi ist die Einzige, die Günther im 1v1 besiegen konnte. Wenn sie weiterkommt, das kann Günther zerstören. Und dann bleiben hier noch Platz 4 und 6 übrig. Auf Platz 4 haben wir, was mich echt überrascht letztendlich, muss ich sagen. Darkrai. Und auf Platz 6, das ist noch relativ da, wo du hingehörst, Junge. Ab geht's. Das große Endturnier steht fest. Wenn ich so auf die Punkte gucke, bleibe ich bei der geplanten Verteilung. Platz 1 kriegt 10 Punkte. Platz 2 kriegt 7. Die beiden Dritten kriegen 5. Alle anderen gehen leer aus. Gut! Dann gehe ich wohl leer aus! Danke dafür! Das Ding hast du auch schon trainiert. Ja, aber das hilft mir doch nicht gegen die dunkle Macht. Die bringt mich doch in einem Hit um mit Gummen. Es poppelt doch nicht gut gegen Charaktere, die keine Recovery haben. Wenn man sie wirklich gut kann, schon. Ich sag's so, wenn ich hier jetzt komplett reinlacke, könnte mir der Upset gelingen, aber gegen Lord Ecke kann ich das nicht gewinnen, das kann ich dir sagen. Wenn es überhaupt gegen die dunkle Macht eben was wird. Okay, aber das ist halt der Vorteil. Keine Match-Up-Erfahrung seitens der dunklen Macht. Brauch sie auch nicht!
als ob meine Backair nicht gelandet hat. Du bist so ein ekelhaftes, kleines... So, das musste jetzt sein. Hier, ich mach so meine Combo und werd zweimal gehittet. Habt ihr den Prozentstand gesehen? Even! Dieser Kampf macht doch keinen Spaß! Ich bin offstage. Oh, ich lebe. Nur 122%. Tschüss. Hat Spaß gemacht heute. Gern geschehen, ich weiß. Danke, danke. Ihr braucht mich applaudieren. Würde ich auch nicht. Ach, für die dunkle Macht applaudiert. Die dunkle Macht gegen Lord Ecke könnte ein cooles Duell werden. Latias gegen Necrozma sowieso immer. Da bin ich jetzt gespannt. Floink schafft es oft hier wirklich Upsets zu machen, aber Bulbi ist halt wirklich eine Maschine geworden. Wobei, glaube ich, auch Matchup-Erfahrung fehlt auf ihrer Seite in diesem. Nicht wahr! Oh mein Gott! Das kann gut die Turnierentscheidung werden. Das hier kann eine Vorentscheidung des Turniers werden. Außer Günther schafft es, hier seine eigenen Schatten zu überkommen und Bulbi zu besiegen, sollte sie weiterkommen. Und danach sieht es nach dieser frühen, kranken Zero-to-Death-Kombo schon sehr aus. Aber okay, man darf Floink nicht zu früh aufgeben. Jetzt mal im Ernst, was ist auf einmal mit Bulbi geworden? Die ist zur Kampfmaschine mutiert. Jetzt mal im Ernst, warum spitze ich so? Aber komm, dass ich Pummeluft bekommen hab, war doch jetzt auch wisch ist. So, Tür zu machen, es sieht nicht gut für Floink aus. Schöne Backair tötet bloß, rettet wohl nicht. Wenn jetzt hier nicht das... Oh mein Gott, Bulbi macht's! Das hat sie nie gemacht, als ich sie trainiert hab, die Forward-Throw-Combo. Die hat gar keinen Bock auf ihre Gegner. Die vernichtet alles, was ihr unter die Haube bekommt. Und dann gleich noch gegen Heavy Günther. Das kann sehr gut die Turnierentscheidung werden. Das kann Günther das Turnier kosten. Die Sache ist die, er muss besser abschneiden als Lord Ecke. Sollten beide gleich gut abschneiden. Und kein anderer wird vor ihm landen. Wird es ein entscheidendes 1v1 geben. Ehrlich gesagt, ich glaube, wenn einer vor ihnen landet, auch bei Draws, dann auch. Also, Floink, das kannst du jetzt nicht comebacken, oder? Floink war einer der eindeutigsten Kämpfe von Günther. Das comebackst du nicht, ne? Das wäre ein bisschen lächerlich. Und damit ist es. Oh Gott. Die Wiederholung speichere ich mir für die erste Kombo, die war verkitzig. Hoffentlich reicht mein Laptop-Akku noch. Locker, der ist gerade mal viertel leer. Oh Gott. Günther in einer ganz, ganz engen Situation. Der steckt hier jetzt echt in der Klemme. Darkrai gegen Genocide wären, denke ich, für ihn beides besiegbare Gegner. Wobei gegen Darkrai war es relativ knapp. Aber jetzt sehen wir mal. Die dunkle Macht gegen Lord Ecke. Die dunkle Macht, die wirklich nichts gerissen hat im Turnier. Seien wir realistisch, die hat auch keine Chance mehr auf eine Top-3-Platzierung. Aber vielleicht kann sie ja ein Upset erzielen und vielleicht sogar Günther in diesem Turnier retten. Weil ich bin wirklich nicht optimistisch, was das Match gegen Bulbi angeht.
Deswegen muss Günther jetzt hoffen, dass die dunkle Macht einmal im Leben muss Günther hoffen, dass die dunkle Macht gewinnt und dann auch noch gegen Lord Ecke. Es ist wirklich interessant, wie dieses Turnier sich hauptsächlich zwischen Teamrunde Ecken entscheidet. Aber wir dürfen hier jetzt auch nicht außer. Wir dürfen auch Latias nicht außer Acht lassen. Und Nick Crossma könnte. Nicht Nick Crossma, der kann es, glaube ich, nicht mehr gewinnen. Okay, Nick Crossma muss das Turnier gewinnen. Und Günther und Lord Ecke dürfen beide, genauso wie Latias, nicht in den Top 3 landen. Er hat gesagt, Latias dürfte Platz 3 werden. Die dunkle Macht liegt vorne. Falls irgendjemand übrigens die genauen Punktzahlen interessieren und nicht nur die Platzierung. Die dunkle Macht war mit 5 Punkten auf dem letzten Platz. Bulbi mit 9 auf dem vorletzten. Ich mit 11 auf dem drittletzten. Floink mit 12 auf dem viertletzten. Dann haben wir Platz 6 war Genocide mit 13. Die dunkle Macht ist tot. Platz 5 Nick Schrossma mit 14. 4 Darkrai mit 15. 3 Latias mit 19. Und 1 und 2 ist halt so eben geteilt. Günther und Lord Ecke beide auf 20. Aber die dunkle Macht kann hier vielleicht eine Vorentscheidung treffen. Wenn sie sich nicht 8-mal absmashen lässt. Denn der Fakt bleibt, wenn die dunkle Macht hier gewinnt, mindestens einen Gleichstand zwischen Lord Ecke und Günther zwingen. Entweder verliert Günther dann sein Viertelfinale und beide bekommen 0 Punkte. Oder Günther tritt ins Halbfinale ein und geht damit in Führung gegenüber Lord Ecke. Das heißt, wenn dieser Kampf gut für die dunkle Macht ausgeht, ist Latias eigentlich die größte Bedrohung. Ich sag's euch, wenn Latias noch einmal das Königsturnier gewinnt. Ich plane auch auf jeden Fall so eins nochmal zu machen, auch weil noch mindestens ein weiterer Amiibo geplant ist. Wer weiß, vielleicht habe ich ihn ja in diesem Video geteasert und keiner hat's gecheckt. Und das war's! Lord Ecke ist raus! Lord Ecke ist raus! Lord Ecke ist raus. Er kann von den Punkten her Günther nicht überholen. Lord Ecke fällt gegen die dunkle Macht. Latias, wenn jetzt noch Latias verliert, dann hat Günther gleich die Chance, den Sack zuzumachen. Muss dafür aber hier seinen Nemesis besiegen, Bulbi. Also, Latias gegen Nick Schrossma. Wenn Nick Schrossma jetzt hier eine unfassbare Performance leistet, sage ich jetzt einfach, wie es ist, weil ich habe das Gefühl... Oder wenn Bulbi einfach in... warum verwechsel ich heute so oft Latias und Bulbi? Wenn Latias einfach in F-Smash springt... Was macht gerade Nick Schrossma? Der verwirrt mich. Nick Schrossma springt an der Ledge rum und tauntet und Latias spammt Upsmash. Was gucke ich hier? Und das hier ist ein Kampf, der das Turnier entscheiden kann. Aber Günther ist auf jeden Fall vor Lord Ecke so gut wie sicher. Was? Er hat es nicht geschafft, auszumashen. So ein disrespektvoller Kill. Und 35 macht das. Das schmeckt Nick Schrossma gar nicht. 40% liegt da hinten und ich sage euch, der wird... Ich wollte gerade sagen, der wird Schaden nehmen, bevor Latias... Ich glaube, Nick Schrossma will einfach, dass das Turnier spannend bleibt. Der hat schon eingesehen... Okay, ich wollte gerade sagen, er kann sowieso nicht mehr gewinnen. Könnte er doch... stimmt, das hatte ich gar nicht beachtet, als ich gerade gesagt habe, Nick Schrossma kann noch gewinnen, aber nur, wenn Latias nicht in die... Top, wenn er gewinnt und Latias nicht in die auf Platz 3 kommt. Das schließt sich sowieso aus, weil er hier in der ersten Runde gegen Latias kämpft. Dieses Gameplay! Latias steht da, spammt 85 Upsmashes! 120% trennen die beiden. Es ist jetzt nicht unmöglich für Nick Schrossma. Vor allem mit einem schönen F-Smash.
Aber den muss man auch erstmal landen gegen Latias. Ich dachte, er F-smasht jetzt vielleicht. Und wenn das gehittet hätte, hätte das getötet. That predicted. Ich meine, wir können nicht prüfen, ob es richtig ist. Diese Neutral Airs machen Damage ohne Ende. Nick Schoss mal, gerade so am Leben. Leben am Limit. Und das, obwohl er nicht Cloud ist. Ha. Oh Gott, die Back Air nur im zweiten Sprung getroffen, was den Knockback fett verniedrigt hat, sonst wäre Latias raus. Ich glaube, sie wollte... Oh mein Gott, was, was? Habt ihr das gesehen? Er hatte sie schon mit der Side B gegrabt, aber irgendwie hat ihr der Fastfall noch eine Hitbox gegeben im Grab und damit den Grab freigelassen und das hat Latias den Sieg gebracht. Was ein spannendes Match. Und damit ist die Bedrohung immer noch real. Wenn Günther, warte, wenn Günther jetzt rausfliegt, ist das Turnier dann nicht entschieden? Ich weiß nicht. Jetzt muss er, das hier ist wahrscheinlich jetzt das spannendste Match, zumindest für mich. Ihr habt nicht gesehen, was offscreen abgegangen ist. Aber Günther gegen Bulbi, es war eine Zerstörung. Günther hatte nicht den Hauch einer Chance. Und dann noch eine Kirby-Stage, das ist doch ein Zeichen. Bulbi wird hier gar keine Gnade zeigen. Oh, direkt sogar die Fähigkeit gegönnt. Da kommen die Up-Tilts raus. Ich habe Günther aber noch ein bisschen im Kirby-Matchup trainiert. Indem ich selber mit Kirby gecampt habe. Oh, der Down Smash, deswegen habe ich dem Jungen das beigebracht. Anstatt jetzt in einer von Bulbis fetten Kombos gefangen zu sein, hat er einen dicken Hit rausbekommen und nochmal so einer würde töten. Es ist so spannend. Oh, Offstage. Oh, Bulbi. Da kommen wieder die Kombos. Die dicken, fetten Kombos. Jetzt machen wir sich fast gerade auch immer noch nicht diese Kombo, die Upsmashes, die Bulbi gegen Floink gemacht hat. Oh, Günther mit schönem Damage. Setzt sich in Führung. Gibt ein bisschen Free Damage raus, aber. Und man will nicht gegen Bulbi in der Combo sein. Und vor allem diese Abbies hat Günther, glaube ich, richtig Angst vor. Ich habe fast jeden Stock damit gezogen, als Kirby gegen ihn, dass ich mit Abbie mich an die Ledge gebracht habe und ihn dabei getötet habe. Letzter Stock für Bulbi. Günther hat noch zwei. Und Günther kann einfach früh killen, das ist ein Fakt. Hier Günther auch so richtig ängstlich weg da. Oh, der Down Smash! Der macht gut Damage. Dieser Kampf sieht gut aus für Günther. Die Down Air. Oh, die zweite landet nicht. Da kommen auch Projektile von Günther. Nur Grabs sehe ich nicht und ich weiß nicht warum. 68%, das ist eine Combo von Bulbi. Und das ist ein Hit von Günther zum Sieg. Nein, mach doch den AA Down Air to Up Air. Hat er keinen Bock drauf. Stattdessen kriegt er eine dicke Combo. Ich habe gerade gesehen, Günther hatte offstage gedodged. Ich habe so Angst, Alter. Günther! Mein Boy! Hilfe! Die Bäcker! Mein Commentary ist professionell! Sag nichts! Oh, das ist es! Das ist es! Ich bin unparteiisch! Günther hat gewonnen! Günther ist in Runde 2, er hat sein Nemesis besiegt! Seht ihr dieses Gesicht? Das ist nicht das Gesicht der Gnade. Okay, eigentlich schon. Das Gesicht der Gnade, das wirklich ein Gegner absorbiert. Ja, Digga, Floink hat sie übel absorbiert. Aber komplett. Genocide gegen Darkrai. Jetzt entscheidet sich das Duell. Lord Ecke ist aus dem Kampf um den Titel ausgeschieden. Latias und Günther. Ey, Alter, komm. Latias und Günther müssen beide ins Finale kommen.
dann entscheidet der finale Kampf das Turnier. Aber erstmal Genocide gegen Darkrai. Habe ich gar keine Ahnung, was ich erwarten soll. Irgendwie gerade ein bisschen guter Beginn von Genocide. Darkrai macht gar nichts. Oh, schöner Versuch. Jetzt mal ernst, es sieht gut aus für Genocide. Andererseits glaube ich halt, dass Genocide für Günther ein besserer Gegner wäre als Darkrai. Wegen mehr Matchup-Erfahrung einfach. Günther ist sehr gut gegen Genocide. Das habe ich auch gestern gesehen. Er hat ihn geforstockt auf 5 Stocks. Aber ich wollte gerade sagen, mit Forward erst kann Darkrai sowas ganz schnell holen. Und schon liegt er vorne. Das ist also für mich jetzt kein so spannendes Match wie das davor. Hat man vielleicht am Commentary bemerkt. Ich brauche jetzt eh erstmal eine Pause, ansonsten habe ich bald wieder Halskrebs wie neulich mal. Die Backair killt 50% Lead. Und so eine Phase brauche ich nicht nochmal, wenn ich bald in 2 Tagen streamen will. Da brauche ich nicht nochmal Halskrebs. Oh mein Gott, Genocide! Oh mein Gott, der Disrespect! Der Spike und dann die Upbeat zum Recovern spiket nochmal und bringt Genocide in eine gute Position. Backair landet. Genocide ist für mich echt überraschend heute. Darkrai hat auch schon besser performt, als ich dachte, Alter, dieser Taunt, ich liebe ihn. Bloß wird er dir den Sieg nicht bringen, Darkrai. Der Junge slidet, 50% trennen die beiden. Das kann Darkrai gewinnen. Aber Genocide eben genauso gut. Eigentlich besser. Oh Gott, ich dachte kurz, er macht jetzt eine dicke... Oh, noch so ein F-Smash könnte reichen. Seht ihr, wie schnell Darkrai ist? Und schon, guckt mal, das Battle ist even. Das Battle ist even mit leichtem Vorteil für Darkrai. Jetzt nicht mehr, es ist so spannend. Beide laden ihre Schüsse. Der Unterschied ist, dass Genocide seinen noch nie genutzt hat. Darkrai schon. Er hat ihn auch benutzt, aber es reicht nicht. Genocide ist weiter. Darkrai ist raus. Darkrai ist raus. Genocide, Alter. Vor allem, ich glaube eben, das ist ein besserer Gegner für Günther. Wenn er es schafft, Genocide zu besiegen und ins Finale einzutreten, die letzten 4 im Turnier, alle diese Kämpfer hier bekommen auf jeden Fall Punkte. Stimmt. Oh, ich glaube, wir haben einen sicheren letzten Platz tatsächlich. Wir haben einen sicheren letzten Platz. Ich erwarte auch, dass das nicht du bist. Ich wollte gerade sagen, ich bin froh, dass ich nicht gesagt habe, wenn man überhaupt nicht die Vorrunde verliert. Also... Das heißt eigentlich, jeder, der nicht unter Top 4 wäre, bekommt sicher 3 Punkte. Wenn das passiert wäre, dann wäre ich Letzter. Aber so ist Bulbi trotz ihrer guten Performance hinter mir. Dann bin ich, dann ist Floyd. Den Rest kann man noch nicht festlegen. Obwohl, doch, die Dunkle Macht bekommt mindestens 5 Punkte und wäre damit ein vor Bulbi, egal wie der Kampf ausgeht. Also, das hier kann jetzt auch eine Vorentscheidung sein. Nachdem die Dunkle Macht schon für Lord Ecke den ersten großen Rivalen von Günther ausgeschaltet hat. Wenn jetzt noch der zweite kommt. Die Dunkle Macht und Günther können gut zusammenarbeiten, was? Genau. Hier Dream Team, wer kennt's nicht? Die Prozente sind even. Das Edge-Guarding ist auf jeden Fall auf Latias Seite. Der Damage-Output, diese Forward Air im Vergleich zum F-Smash hat alles gesagt. Oh mein Gott! Stimmt, wenn Latias verliert, ist Günther der Sieger, egal was los ist. Er müsste auch nicht, wenn er auch verliert, in einem Match gegen sie, weil er einen Punkt Vorteil hat. Anders als er bei Lord Ecke hätte, wenn sie in derselben Runde rausgeflogen wären. Die Dunkle Macht kann jetzt hier mein Boy den Sieg bringen. Außer sie wird 78 mal geabsmashed. Der Taunt
Ich meine natürlich, wir müssen das ja spannend halten. Egal wie dieser Kampf ausgeht, das Turnier ist noch lange nicht entschieden. Aber jetzt erstmal. Das ist das Beste. Jetzt erstmal gucken. Die dunkle Macht hat einen guten Lead. Heißt nicht, dass sie gewonnen hat. Ey, das war auf jeden Fall unsere Gürtellinie. Aha. Der Footstomp, wenn die Forward Air einen Sweet Spot gewesen wäre, wäre der Kampf wieder komplett offen. Man kann diesen Kampf hier noch nicht als gewonnen abschreiben. Oh, aber solche Hits helfen der dunklen Macht. Oh, Latias hatte da gerade bestimmt so einen richtigen Anfall. Die fucking... Das da ist connected. Aber nur der erste Hit beim ersten Mal. Und dieses Mal nicht. Das Turnier ist trotzdem noch sehr spannend. Vergesst das nicht. Und die dunkle Macht zeigt, dass sie im 1v1 trotz allem immer noch stark ist. Ja. Genocide gegen Günther. Wir haben den Helden der Walross-Edition gegen... Dich gibt's nicht mal in der Walross-Edition. Wer bist du? Ich will nicht sagen, dass ich in diesem Kampf vielleicht ein bisschen parteiisch sein könnte. Das bin ich nie, aber... Los, Günther! Mir fällt gerade eben ein, so ein Finale Genocide gegen dunkle Macht wäre doch ganz nett. Ey, das wäre so lame. Vor allem, ich bin mir ziemlich sicher, die dunkle Macht würde den Typen so zerpflücken. Aber jetzt muss man sich vorstellen, was passiert wäre, wenn Lord Ecke in dem einen Freefall, in dem Günther nicht dabei war, nicht letzter, sondern erster geworden wäre. Dann würde dieser Kampf jetzt fast eine Entscheidung bringen. Na, warte, berechnen, dann wäre... Dann müsste Günther diesen Kampf gewinnen und im Finale würde sich dann entscheiden. Wenn Günther das Finale verlieren würde, müssten sie in ein Sudden Death gehen, weil beide Gleichstand hätten. Und wenn Günther das Finale gewinnen würde, wäre er der Sieger. Oh, schöner F-Smash von Genocide. Ich meine, es ist Genocide. ich bin nicht parteiisch. So, apropos nicht parteiisch. Günther liegt vorne. Was mich garantiert nicht freut, weil ich unparteiisch bin. Hier mit den Weak Hits die ganze Zeit. Genocide. Oh, der Tag, der war wichtig. Günther, wird Zeit, ein bisschen Damage zu machen. Dieser Footstomp war so unnötig, aber lustig. Mir fehlen ein bisschen die Backairs von Günther, muss ich sagen. Schön gedodged. Da kommt guter Damage. Der Downtilt! Der Downtilt, den hat er noch nie vorher gemacht. In diesem Turnier geben die Amiibo wirklich alles. Bulbi macht Dinge, die sie beim Training nie gemacht hat. Günther macht Dinge, die er beim Training nie gemacht hat. 85%. Genocide leistet auch mal was in seinem Leben. Oh! Tag into back air! Ziemlich genau ein Stock trennt die beiden jetzt. Und Genocide, du bist nicht der Einzige, der Projektile schmeißen kann. Das versucht Günther ihm hier gerade zu vermitteln. Und das klappt offenbar ganz gut. Ey, Digga, die Ariel-Krone. Günther übertreibt vielleicht ein bisschen mit Projektilen, aber trotz allem. Was? Da hat Günther gesagt, du gehst jetzt in den Boden. Drauftreten, dreimal. Und nochmal drauftreten fürs Finish! Günther ist im Finale gegen die dunkle Macht. Was wird das nur für ein geiles Finale? Ein Finale, das wirklich egal ist. Psst! Ein Finale zwischen dem in den Freefalls letzten und ersten Platz, muss man dazu sagen. Einen der beiden ersten konnte die dunkle Macht schon ausschalten. Der andere steht jetzt hier. Ein Duell der fetten Jungen. Wirklich ein Walross-Edition-Kampf, wie er im Buch.
Buche steht. Und Günther geht ab ohne Ende. Aber sag ganz ehrlich, ich hab dabei Pokémon, ist dein Kannibal doch nicht so ein Heavy. Nee, aber sag mir, wie ich in Smash Bros. Besser Günther darstellen soll als mit fucking blauem K-Rule. Noch dazu, weil K-Rule mein Main ist. Oh Gott, das war schlechte Idee. Du musst es einfach nur in deiner Geschichte schreiben, dass das Kannibal sich weiterentwickelt. Der Pagasa macht schon eher in die Rolle. Nein. Günther wird sich in der Walross-Edition nie entwickeln. Kein Walross-Editionscharakter wird sich entwickeln. Außer vielleicht Latias. Aber keine Mega-Entwicklung, nur normale. Den Joke versteht Olaf jetzt nicht. Digga, du guckst, als ob du den echt nicht verstehst. Aua. Latias hat keine normale Entwicklung. Oh, guck mal, wir haben ein Genie zu Gast. Und du hast übrigens auch keine normale Entwicklung. Du hast nur eine Mini-Entwicklung. Oh, die dunkle Macht, Alter, die geht ab. Wird Günther das auf sich sitzen lassen? Also auf jeden Fall hat er gerade den Fuß der dunklen Macht auf sich sitzen lassen. Ja. Oh Gott, wenn das gehittet hätte. Günther hat auch ein bisschen häufiger gegen mich wieder diese geile Technik gemacht, wo er einfach Forward Throw instant sich umdreht und dann Back Air. Hat mich damit auch auf 0% getötet, als ich mal Mario gespielt habe. Der Kampf sieht gut für die dunkle Macht aus, die sich damit wohl wirklich noch einen Tournament-Win hier holen konnte und einige Punkte, um aufzuholen. Außer Günther macht hier jetzt ein dickes, fettes Comeback. Wonach es aber nicht so sehr aussieht. Er wird wieder F-Smashen, nicht treffen. Ich weiß inzwischen, das funktioniert gegen andere Amiibo ab rund 150 bis 160. Ich habe auch versucht, ihn das verlernen zu lassen. Ich habe nach jedem Down-Throw Up-Tilt nachgesetzt. Und das war's. Das Turnier ist gelaufen. Die dunkle Macht hat nach ihren schrecklichen Free-for-All-Leistungen noch ein bisschen Ehre sich zurückerkämpft. Und damit steht das Endergebnis so ziemlich fest. Die genauen Platzierungen muss ich jetzt hier nochmal. Die dunkle Macht hat das Endturnier gewonnen. Und jetzt sehen wir gleich, sobald ich hier die Punkte eingetragen habe, Punkte bekommen. Wir haben hier bei Genocide einen Fünfer. Bei Latias ebenfalls. Bei Günther einen Siebener. Und bei der dunklen Macht einen Zehner. Und damit ist es offiziell der letzte Platz. Ich werde jetzt übrigens keine Draws mehr ausspielen. Eins haben wir tatsächlich, aber es ist auch nicht auf einem wichtigen Platz, sag ich mal. Glaube ich, oder? Nee, das ist nicht der dritte Platz, das ist der fünfte. Wir haben auf dem letzten Platz, trotz guter Leistung, einer kranken Kombo gegen Floink, haben wir Bulbi mit 9 Punkten. Ja, es lag Bulbi vor allem... Bulbi hat ja auch in der Entscheidungskämpfe gekämpft. Was ist? Bulbi hat auch in der Entscheidungskämpfe gekämpft. Also er hätte den ersten Platz entscheiden können. Ja... Aber Günther hat es verhindert. Er gesagt, okay, letztendlich hat der Kampf doch sogar entschieden. Jedenfalls hätte Günther doch auch damit schon gewonnen, oder? Nee, keine Ahnung. Vergesst einfach alles, was ich sage. Bulbi auf dem letzten Platz. Auf dem vorletzten Platz mit 11 Punkten. Auf dem drittletzten Platz mit 12 Punkten haben wir Floyd. Du hast den vorletzten Platz nicht ganz ausgeführt. Doch, habt ihr nur alle überhört. Gast 2 war vorletzter. Ja. Dann auf dem viertletzten Platz. Ich hab gehört, dass der Gast 2 schon mit mir noch 1 Cent sind. Auf Platz 7 haben wir
Nick Schossmann. Oh, das ist aber nicht so gut, Junge. Auf Platz 7? Oh, stimmt, passt. Ja, was denkst du denn? Platz 7 haben wir Nick Schossmann. Da hätte ich mehr erwartet. Wir haben keinen 6. Platz, dafür einen Tie auf der 5. Zwischen Darkrai und der dunklen Macht, die sich durch dieses Turnier nochmal wirklich hochkatapultiert hat. Platz 4 belegt... Du gehörst nicht mal zur Walross-Edition. Warum hat dieser Amiibo überhaupt was zu sagen? Und wie zur Hölle ist Genocide auf die 4 gekommen? Aber die Top 3 sind das, was interessiert. Die Walross-Edition, Protagonisten, Crew, minus Bulby, Floyd, kann man sich streiten, da weiß eh keiner, was der jetzt ist. Auf der 3, Lord Ecke, einer der Kandidaten, die dieses Turnier hätten gewinnen können. 20 Punkte, das letzte Freefall und das Turnier, die beide 0 gegeben haben, waren wirklich für ihn hier der Grund, warum es nicht mehr als die 3 geworden ist. Auf der 2, Latias, die bis zum Turnier auch noch auf jeden Fall drin war und letztendlich von der dunklen Macht den Sieg abgenommen bekommen hat. Und Nummer 1, mein Junge Günther! Hier haben wir den fetten Jungen. Bisschen zu groß, zu schwabbelig fürs Team. Das soll eine Siegestart was sein. Das ist sein Amiibo. Das ist eine Siegestart. Günther ist der Amiibo-König. Hiermit ist es offiziell. Amiibo Königs Tournament 2 geht an Günther. Boah, die hat ihn einfach nur bestochen. Genau, das ergibt Sinn. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das nächste Amiibo Königs Tournament, das irgendwann kommen wird, nicht verpassen wollt, das dann... Das irgendwann kommen wird. Ja. Irgendwann klingt aber sehr genau. Ja. Sobald ich wahrscheinlich 2 weitere Amiibos habe, weil mit einem wäre die Organisation wirklich komplett beschissen. Außer ich lasse dann wirklich... Nee, mit einem wäre die Organisation zu beschissen. Sollte ich noch 2 Amiibos holen, wird es noch eins geben. Ansonsten wird es noch eins geben, bei dem ich Genos halt rauswerfe. Ja, wir sehen uns bis bald und ciao mit V.